Hallo und willkommen zurück hier in unserem Jurassic World Nachbau. Heute möchte ich mit euch die Hotel- und Besucheranlagen der Jurassic World nachbauen und auch einige wichtige Sachen für die nächste Folge besprechen. Und wir starten natürlich für das Ganze mal wieder mit einigen Screenshots aus dem Film. Und genau, um diesen Bereich soll es heute gehen. Alles, was unterhalb dieser roten Linie ist. Nämlich besonders natürlich um diese Hotelanlagen mit diesen schönen Palmen und hier diesem Gewässer. Das hier werde ich auch versuchen, so gut wie es geht, nachzumachen. Mit so einem kleinen Zaun ist es, denke ich, ganz gut machbar. Hier auf diesem Bild kann man das Ganze noch viel, viel besser erkennen. Hier sieht man das nämlich nochmal von der anderen Seite. Also hier ist die Mosasaurus-Showbecken. Und dann sieht man hier diese ganzen gewaltigen Hotelanlagen. Das ist wirklich richtig viel. Also da werden wir einige von den Hotels verbauen. Leider haben wir natürlich nicht so große und heftige Hotels wie dieses hier. Wir haben leider in Jurassic World Evolution nur ein bisschen kleinere. Aber da müssen wir mal gucken, dass wir das Beste daraus machen. Vielleicht hier zwei nebeneinander oder sowas. Hier hinten sind ja auch noch riesige Anlagen. Und dann im Hintergrund sieht man dann auch noch diese wunderschöne Berglandschaft. Ich weiß halt auch gar nicht, wie das dann später sein wird. Ich weiß nämlich auch nicht mehr, wie viel Platz ich in diese Richtung dann haben werde in-game. Das müssen wir dann gleich mal ausprobieren. Aber ich denke, das sollte kein Problem sein, dass wir das einigermaßen heute hinbekommen. Worum ich mir viel, viel mehr Sorge mache, ist tatsächlich die nächste Folge. Und da kommt ihr ins Spiel, weil ich brauche unbedingt eure Ratschläge dafür in den Kommentaren, damit ich das nächste Folge dann auch richtig umsetzen kann. Denn es geht da um das Tyrannosaurus Rex Kingdom. Das hier möchte ich dann in der nächsten Folge bauen. Das sieht auch richtig cool aus. Allerdings ist es mir noch nicht so ganz klar, wo das Ganze ist und wie das Ganze funktioniert, weil ich glaube, hier sind wieder so ein paar Screenshot-Fehler drin. Also es ist ganz, ganz weird. Ich versuche euch das gleich mal so gut wie es geht zu erklären. Das hier ist auf jeden Fall der Eingang, wo die dann im Film erstmal reinrennen. So Leute, ich versuche euch jetzt mal das Problem zu schildern, wo ich mir noch ein bisschen unklar bin. Ich hoffe, ich kann es euch mit diesen Screenshots einigermaßen gut erklären. Hier ist auf jeden Fall die Szene, wo die sich gerade in Richtung Tyrannosaurus Kingdom begeben. Da sieht man im Hintergrund dieses Starbucks-Gebäude, was man eigentlich immer ganz gut identifizieren kann an diesen Dächern hier oben, damit man ungefähr weiß, wo man gerade ist. Im Prinzip dreht sich der Junge jetzt gerade zu ihm und ruft ihn und will dann in diese Richtung, also Richtung uns sozusagen, dann dort hineingehen. Das macht tatsächlich auch noch Sinn, weil wenn ihr dann den nächsten Screenshot seht, dann sieht man hier den Eingang. Und hier kommt dann schon für mich die erste Unklarheit so ein bisschen auf. Achtet mal auf dieses Tor. Das werden wir nämlich gleich auch nochmal von oben sehen. Genau dieses Tor. Und was mich verwirrt, sind diese Mauern. Weil die sieht man von oben nicht. Okay, ich glaube, ich habe es jetzt sogar schon selber gecheckt. Es gibt nämlich zwei Eingänge, wenn ich das richtig sehe. Also in der Szene zuvor war, glaube ich, dann die Jungs irgendwo hier, diese beiden roten Punkte. Und die sind dann hier in diese Richtung gegangen. Weil genau hier sind diese Mauern. Und ich glaube, hier ist auch dann dieser Eingangsbereich, den wir gerade gesehen haben. Und das Ganze müsste dann von hier oben gesehen ungefähr hier dieser Bereich sein. Das heißt, hier wird dann nochmal so ein kleiner Eingang sein. Und da geht es dann nochmal in den größeren Eingang, wirklich in dieses Tyrannosaurus Kingdom, wenn ich das richtig verstehe. Kann das sein? Weil hier wäre dann dieser andere Eingang, der natürlich genauso aussieht. Aber das heißt, es gibt wirklich zwei von diesen Toren. Eins hier und eins da. Und zwei Eingänge sozusagen. Ich hoffe, das verstehe ich jetzt richtig. Falls ich irgendwo falsch liege oder sowas, korrigiert mich gerne in den Kommentaren. Ich zeige euch das halt jetzt nur so ausführlich, weil ich alles richtig machen möchte in der nächsten Folge. Es ist tatsächlich auch nicht so einfach zu erklären, nur mit Screenshots und ohne Bewegtbilder. Allerdings darf ich euch leider die Bewegtbilder auf YouTube natürlich nicht zeigen. Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist das hier auf jeden Fall das Tyrannosaurus-Gehege. Weil da war ich mir ja auch schon super unklar, weil es einfach viel zu klein ist, meiner Meinung nach. Weil ich zeige euch gleich auch noch eine Szene aus diesem Gehege. Und das kann eigentlich nicht hinkommen, weil diese Bäume sehen auch nicht wirklich aus wie Redwood-Trees, zumindest von dieser Ansicht. Ich kann auch nochmal ranzoomen. Ich will euch nämlich ja auch noch was zeigen. Denn es ist auch noch mir aufgefallen, dass hier, das habe ich auch bei meinem Nachbau so berücksichtigt, diese Mauer, die geht immer weiter. Die geht, ich glaube hier endet die, ich bin mir da mal nicht sicher. Oder geht die dann auch noch weiter? Ich glaube hier ist die irgendwo vorbei, okay.
Weil ich glaube, bei Camp Kreidezeit ist es dann auch so, dass es hier einen Weg auch nochmal reingibt seitlich. Und dann halt hier vorne diesen Haupteingang gibt es anscheinend auch, wo man dann durch das Tor hier hinten, was ich euch vorhin gezeigt habe, reinkommt. Und jetzt kommen wir zum Hauptproblem der ganzen Geschichte. Hier seht ihr nämlich jetzt im Hintergrund einmal das Tyrannosaurus-Gehege. Hier wird gerade eine Ziege verfüttert. Und dann haben wir hier eine wunderschöne Aussichtsplattform für die Besucher in so einem Baumstamm-Look. Ziemlich nice angepasst an die Umgebung. Allerdings ist natürlich ein bisschen problematisch, wenn ihr mal guckt. Das Ganze befindet sich hier wirklich in einem riesigen Wald mit riesigen Redwood-Trees. Und das sind auch wirklich viele Redwood-Trees. Und ich denke auch nicht, dass nur diese Bäume, die man jetzt hier sieht, dann letztendlich im Gehege sind. Das Gehege ist wahrscheinlich noch ein ganzes Stück größer. Und jetzt überlegt euch mal, wie dieses Gehege, was wir jetzt hier sehen, dort hineinpassen soll. Also das kann ich mir bei bestem Willen nicht vorstellen. Und das wäre in Jurassic World Evolution auch nicht möglich, das Ganze dann in diesem Größenverhältnis nachzubauen. Weil wenn ihr mal überlegt, hier im Größenvergleich habt ihr hier das Innovationszentrum und das Ganze ist vielleicht ein Ticken größer. Und so einen riesigen Wald mit solchen Redwood-Trees, den könnten wir hier niemals nachbauen. Und ich finde auch nicht, dass das die Bäume sind, die wir auf dem Screenshot da gerade gesehen haben. Und hier seht ihr das Ganze jetzt nochmal von der anderen Seite. Also hier sind schon einige hohe Bäume drin. Das könnten auch Redwood-Trees sein. Allerdings ist es halt zum Nachbauen in Jurassic World Evolution in diesem Größenverhältnis absolut nicht möglich. Also das würde kein bisschen funktionieren. Und ich möchte natürlich so nah wie möglich am Film bleiben. Und jetzt brauche ich unbedingt eure Hilfe, wie ich das Ganze machen soll. Weil ich habe schon überlegt, ob wir von außen das halt so lassen, wie wir es jetzt gebaut haben, dieses Gehege. Und dann nochmal in einem anderen Bereich, den Innenbereich vom T-Rex-Gehege, möglichst detailgetreu nachbauen. Weil, ja, ich weiß es halt nicht. Schreibt gerne mal dazu eure Meinung in die Kommentare. Ich weiß, ich habe jetzt viel gelabert, aber das wirft halt viele Fragen auf. Und eine Sache, bevor wir jetzt anfangen zu bauen, habe ich noch, die ich euch zeigen möchte. Ich möchte euch nämlich zeigen, warum ich nicht so viel Bildmaterial und Infos aus Camp Kreidezeit benutze. Das hier ist zum Beispiel die Mosasaurus-Bucht aus Camp Kreidezeit. Hier seht ihr dann eine Einschienenbahn. Und im Originalfilm sieht man die halt gar nicht. Also hier im Hintergrund ist absolut keine Einschienenbahn zu sehen. Das sagt uns halt, dass bei Camp Kreidezeit viel abgeändert und angepasst wird, damit das Ganze halt dann funktioniert. Und ich möchte natürlich so nah wie es geht dann am Original bleiben. So Leute, genug gequatscht. Ich freue mich über eure hilfreichen Kommentare zu dem T-Rex Kingdom. Aber wir fangen jetzt endlich an zu bauen und zwar mit der tollen Hotelanlage. So sieht jetzt erstmal die fertige Grundform von der Jurassic World Lagoon aus. Da können wir jetzt gleich dann noch die Feinarbeiten machen. Aber ich bin schon sehr zufrieden damit. Und man muss hier leider so einen kleinen Wassergraben lassen, der eine Verbindung zum Wasser macht. Ansonsten würde hier das Wasser verschwinden, wenn ich das Ganze neu lade. Das werde ich dann später einfach irgendwie verstecken oder so. In einem Wald, der drumherum steht oder sowas. Und dann sollte man das gar nicht mehr sehen, dass das da verbunden ist. Also macht das nicht wirklich ein Problem. Aber ich möchte mich natürlich jetzt erstmal um das Wichtigste kümmern, denn von hier vorne kommt ja die Kamera im Film geflogen und dann hat man hier noch so richtig schönes, seichtes Wasser, was auch mit einem Zaun abgegrenzt ist, mit einem schönen Strand. Und das möchte ich jetzt erstmal versuchen, einigermaßen nachzubauen. Es ist leider auch nicht ganz perfekt möglich. Das liegt aber auch einfach daran, dass in Filmen immer die Größenverhältnisse und so ein bisschen anders sind und die Kameraperspektiven. Das hatten wir auch schon beim Jurassic Park Nachbau damals.
Aber ich gebe mein Bestes, dass es wirklich so originalgetreu wie möglich aussieht. Versuche jetzt hier genau das Strandstück hier nachzubauen. Ungefähr. Kann man leider jetzt schlecht sehen. Ich muss halt immer zwischendurch mal neu speichern und laden, damit das Wasser hier wieder drin ist. Und ich muss natürlich auch bedenken dabei, dass ich immer erst die ganzen platzierbaren Objekte noch placen muss, bevor ich das hier komplett einzeichne. Aber so ein bisschen Grundform muss ich halt immer machen. Ansonsten kriege ich das dann nicht genau hin. Aber hier kommen ganz viele Palmen hin. Hier vorne. Sind auch alles so kleine Palmen eher. Also ich glaube, da werde ich dann immer bei diesem Model bleiben, was wir hier haben. Also eine ganze Reihe immer ein bisschen drehen, damit die nicht ganz so gleichmäßig aussehen. Und dann kommt eigentlich schon das erste Hotel auf dem Screenshot. Ich weiß gar nicht, inwiefern ich euch die Screenshots noch einblenden kann, während ich baue. Weil die nehmen natürlich auch einen Platz vom Ganzen ein. Aber am Ende werde ich ja sowieso, wenn ich die jetzt nicht einblenden sollte, so einen Vergleich machen für euch nochmal, dass ihr da auch mal dann den Unterschied seht oder seht, wie nah wir ans Original rangekommen sind. Das kennt ihr ja schon, das mache ich eigentlich immer am Ende. Hier sind halt richtig viele Palmen. Ist halt so richtig strandig und tropisch. Da kann ich mich richtig austoben. Ich mache jetzt aber erstmal nur die Palmen hier am Rand. Und jetzt platzieren wir mal die Hotels. Also das erste Hotel müsste ungefähr hier hinkommen. Laut dem ersten Screenshot. Und das nächste Hotel müsste dann irgendwo hier stehen. Ich habe aber auch das Gefühl, dass die auf von der einen Perspektive anders aussehen als von der anderen. Die Hotels. Deswegen muss ich da halt so ein bisschen die Entscheidung treffen, wo ich die jetzt genau platziere. So sehen die dann aus, wenn die fertig sind. Ich glaube, ich muss hier von der Größe noch ein bisschen kleiner werden. Ist aber sowieso so eine Sache, die ich dann wahrscheinlich noch oft bearbeiten muss, die Größenverhältnisse. Weil das ist ein bisschen so das Schwerste daran, dass man das vernünftig einhält, dass es dann im Ganzen ein schönes Gesamtbild ergibt. Ich kann jetzt schon mal anfangen, hier so ein bisschen anzupinseln. Das wird nämlich viel ausmachen. Hier unten ist nämlich ganz viel Sand, hier oben auch. Ich muss auch gucken, dass der Untergrund dann später schön gestaltet ist, weil hier ist zum Beispiel so ein bisschen im Wasser das Ganze fleckig, der Boden. So dunkel. Und je tiefer das Wasser geht, desto dunkler wird's. Und je flacher, desto strandiger, logischerweise. Also hier oben ist dann komplett Strand. Da müssen wir dann auch überglätten noch, dass das nicht so steil in den Strand übergeht. Kann man natürlich jetzt auch wieder schlecht erkennen mit dem Wasser. Da muss ich dann wirklich häufig speichern, neu laden. Und dann hier oben, wo die Palmen sind, ist tatsächlich auch relativ viel Gras. Also da sieht das schön grün auch aus. Teilweise. Dann gleich noch mit ein paar Büschen, würde ich fast sagen. Sorry, falls ihr übrigens irgendwie Wind oder Regen oder sowas hört. Es ist hier gerade gefühlt Weltuntergang draußen. Ich weiß jetzt nicht, wie weit man das im Mikrofon hört. Aber ich sitze halt direkt unter so einem Dachfenster. Dann kann es natürlich sein, dass es mal ein bisschen lauter wird. Auf dieser Seite ist es ähnlich. Da ist es auch halt, da wo die Palmen sind, so ein bisschen grün und grasig. Und dann geht hier auch nochmal so eine kleine Grünstelle runter. Hier vorne kommt dann so ein kleiner Strandabschnitt. Ich werde dann natürlich auch noch hier das Ganze immer so ein bisschen abschwachen wieder und wieder mit Pflanzen nachgehen. Ist der Übergang nämlich schöner. Ich glaube, die Pflanze, die ich hier, oder diese Büsche, die ich hier ausgewählt habe, sind auch ganz passend. Kommen, glaube ich, sehr nah an das Original ran. Aber das ist auch eher so ein bisschen, ja, einfach höheres Gras. Und diese Büsche sehen halt schon so ein bisschen so aus. Das ist ganz cool. Und hier vorne sind auch noch dann wieder einige Palmen. Auch mal ein paar größere. Hier zum Beispiel mal so ein größere. Dann dahinter auch noch ein paar kleinere. Und hier sind auch noch einige Palmen. Also hier ist alles richtig idyllisch und mit schön vielen Palmen versehen.
Sieht schon gut aus. Kommt schon ans Original ran. Und dann sind hier eigentlich schon so Strandwege fast. Wo dann die Leute langlaufen können. Sehe ich. Also hier unten können die halt langlaufen. Normalerweise könnte ich da auch nochmal diese unsichtbaren Wege später installieren. Da habe ich die sogar. Ich habe die sogar installiert. Ach cool. Perfekt. Das heißt, wir könnten hier sogar diesen Weg nachempfinden. Der geht nämlich hier direkt am Wasser entlang. Hier so. Das ist dann wahrscheinlich so der Verbindungsweg zwischen den Hotels. Gehe ich mal von aus. Der wird wahrscheinlich hier an diesen Hauptweg irgendwo dann angrenzen. Wir haben tatsächlich auch sehr relativ viel Interpretationsspielraum hier. Weil man halt diese Hotelanlagen nicht ganz so mega gut im Film sieht. Immer nur vom Weiten. Aber jetzt haben wir hier schon mal diesen Strandweg. Das ist cool. Da laufen ja auch die Leute dann wirklich lang. Und hier hinter ist dann auch noch mal ein bisschen grün. Kann übrigens sein, dass diese Folge auch ein bisschen länger wird. Weil ich halt relativ viel spekuliert erstmal habe und euch nach Rat gefragt habe für die nächste Folge. Da haben wir relativ viel über die Bilder recherchiert. Aber in der Regel beschwert ihr euch ja nicht darüber, wenn die Videos länger sind. Und dann nochmal wieder mit Büschen nachzeichnen, das Ganze. Und jetzt müssen wir halt noch den Zaun schnell soweit fertig machen. Oh, hier habe ich natürlich jetzt auch relativ viel Mist gebaut, aber das können wir gleich noch alles korrigieren. Das macht rein gar nichts. Wir nehmen hier nämlich den kleinen Zaun, würde ich fast sagen. Oder? Ist halt relativ flach. Ich glaube, das ist hier schon viel zu tief, was ich hier eingezeichnet habe. Das Wasser. Ja, wir müssen da noch viel, viel höher gehen. Und dann können wir einmal hier die Verbindung ziehen. So einer leicht geschwungenen Kurve bis da vorne hin. Bis zu diesem Stück. Ungefähr. Oh, hier geht es noch ein ganzes Stück runter, sehe ich gerade. Da müssen wir nochmal nachkorrigieren. So. Ganz ran kann ich leider nicht gehen, weil dann geht es zu weit wieder nach oben am Ende. Wollen wir natürlich nicht. Also schon ziemlich ideal. Ich werde jetzt aber nochmal immer da, wo es geht, so ein paar Zwischenstücke setzen. Damit wir nochmal diese kleinen Pfosten hier haben. Weil die sieht man im Film halt auch. Und den letzten Zwischenpfosten. Und dann haben wir das Ding soweit auch schon mal fertig. Jetzt müssen wir von der anderen Seite schauen, dass wir jetzt die Hotels einigermaßen so nachempfinden, wie sie im Film sind. Ist natürlich, wie gesagt, nicht möglich, weil wir halt nur dieses eine Hotel zur Verfügung haben und da halt teilweise ganz andere Gebäude sind. Muss aber halt auch sagen, dass es von dieser Seite halt komplett anders aussieht. Und das Problem ist halt folgendes, das hier haben wir ja gerade schon so ein bisschen nachgebaut, diesen Bereich. Gut, diese Pools und so können wir nicht nachbauen. Aber ich glaube, man sieht hier ganz gut, dass hier relativ nah an der Strecke direkt so Hotels sind und dann halt nochmal diese kleine Einbuchtung. Hier ist halt auch ein Hotel. Das sind halt die beiden, die ich auch platziert habe. Aber wenn wir jetzt mal zum nächsten Screenshot gehen, dann seht ihr gleich, wo sind diese Hotels? Weil das müssten ja eigentlich zwei Hotels sein, die relativ dicht beieinander stehen. Aber hier gibt es halt nur dieses Hotel und dieses Hotel. Und ich sehe halt auch nicht diese kleine Wasserbucht. Die müsste ja irgendwo eigentlich. Also normalerweise müsste die von der Perspektive, hier ist die Main Street. Eigentlich müsste hier diese kleine Wasserbucht sein und hier ein Hotel und hier ein Hotel. Aber das ist halt das, was mir ein bisschen fehlt. Hier haben wir tatsächlich nochmal diese Kuppel, die ich vorhin schon gesehen hatte. Wir haben auch zum Beispiel auch noch das Problem, dass hier diese Strecke, die geht ja hier lang und die scheint hier irgendwo in eine Station zu gehen, also hier vorne. Ich weiß, es ist wieder relativ viel gekrakelt, aber ich denke, ihr könnt es noch hoffentlich erkennen. Hier vorne müsste so eine Station sein und die ist dann vor diesem Hotel. Aber das kommt dann bei mir auch wieder nicht hin. Wir werden dann wahrscheinlich nochmal so ein bisschen variieren. Also das Ganze hier kann ich halt auf dieser Seite nicht erkennen. Das werde ich dann einfach so lassen. Und dann führe ich die Strecke gleich hinter diesem Hotel, was ich schon gebaut habe, einfach vorbei. Und dann bauen wir hier auch dann die Station.
Hier vorne bei den Strandabschnitten werde ich es dann auch so machen, dass die Leute da noch wirklich hingehen können über den Strand. Finde ich ganz cool, so mit unsichtbaren Wegen, dass die dann auch benutzen, die Strandabschnitte. Das macht das Ganze dann auch nochmal viel, viel lebendiger, glaube ich. Frage ist halt später nur, ob die da wirklich hingehen, die Leute, oder nicht, aber das kann ich dann auch nicht unbedingt beeinflussen. Kann da halt jetzt auch einfach nur grob das Ganze einzeichnen. Das muss jetzt nicht alles ganz genau sein. Also wenn ich die Wegflächen ja nicht ganz ausfülle und sowas, das ist halt so wild. Die sollen da eh einfach frei über den Sand laufen. Und daher ist es dann nicht ganz so wichtig.
Und damit ist die Jurassic World Lagoon soweit fertig. Im Hintergrund fehlt natürlich noch so ein bisschen Gestaltung. Aber das werde ich erst machen, wenn ich in diese Richtung noch weitergebaut habe. Ich muss echt sagen, dass ich sehr zufrieden damit bin. Ich musste natürlich an der einen oder anderen Stelle sehr viel improvisieren. Aber ich bin später echt gespannt, ob die Leute diese ganzen unsichtbaren Wege hier an den Stränden, aber die sieht man gar nicht in dieser Sicht, ob die auch benutzen werden. Das wäre natürlich mega cool, wenn die dann wirklich auch an den Stränden langlaufen. Aber ich habe wirklich alle Strände, wo man sieht, wo auch Leute sind, dann auch mit diesen unsichtbaren Wegen versehen. Die Hotelanlagen haben wir hier, damit bin ich auch zufrieden. Die Station ist ganz cool geworden. Ja, ich bin allgemein echt mega zufrieden. Ich glaube, wir sind da schon wirklich sehr nah an das Original rangekommen. Ich muss sagen, ich bin auch heilfroh, dass das mit dem Platz hier hinten einigermaßen ausgereicht hat. Ist natürlich ein bisschen schade, dass wir hier nur diese Hotels haben und nicht die, die man wirklich im Film sieht. Aber das wäre dann leider ein bisschen zu kompliziert geworden mit Mods, weil die Hotelanlagen sehen alle so ein bisschen unterschiedlich aus von der Form. Und so gut bin ich dann leider doch nicht im Modden. Vor allem ist sowas natürlich auch mal sehr zeitintensiv. Aber ich hoffe, diese heutige Folge hat euch viel, viel Spaß gemacht. Ich zeige euch jetzt noch ein paar Vergleichsfotos. Falls ihr mehr davon sehen wollt und wenn wir das Ganze weiterbauen sollen, dann lasst ein Like da. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis dann.